Hi, hallo und herzlich willkommen heute zu einem WHV.de Schraubendreher Plus Schmalz. Wie ihr als aufmerksame Zuschauer meines Kanals wisst, gibt es im Moment im Community-Bereich eine Umfrage, bei der wir versuchen, den weltbesten Schraubendreher mitzuentwickeln. Und darum soll es heute auch wieder gehen. Ich hau heute auch einen raus, und zwar einen WH Pocket Max. Im Verlauf der Sendung gibt es wieder einen Hashtag. Und wenn ihr mein Video kommentiert und den Hashtag reinschreibt und dazu schreibt, was ihr gut findet an WIHA oder was ihr nicht so gut findet, was vielleicht besser sein sollte und was man auf keinen Fall ändern darf, dann klopft mir das bitte in die Kommentare. Und schon kann es losgehen, nichts riskieren, abonnieren. Ich habe schon mal einen WIHA-VDE Schraubendreher gemacht, aber da gab es die Umfrage noch nicht. Und jetzt habe ich viel dazu gelernt von euch und ich weiß, WIHA ist sehr beliebt wegen der Griffform. Und weil die slim sind und da vorne quasi keinen Übergang haben zur Isolation. Die haben auch so eine Fläche, damit er nicht wegrollen kann. Sie haben kein Loch, wo man hinten Schraubendreher durchstecken kann oder auch keine Schlüsselweite. Und Stoßkappe brauchen die eurer Meinung auch nicht. Die müssen in der Hand kleben, sagt ihr. Es gibt auch welche, die haben einen bestimmten Kunststoff, der ist auch rau und kann mit öligen Händen gut benutzt werden. Habt ihr die, wenn ihr am Schaltschrank arbeitet? Ich glaube doch eher nicht. Aber vielleicht gibt es ja ein Beispiel, das ihr mir nennen könnt. Da habe ich erst einen rausgehaut bei dem ersten Video, wo wir den magischen Kreis der Schraubendreher gemacht haben. Und dann habe ich ein bisschen nachgeklickt und habe noch ein, zwei Sachen gefunden. Ganz interessant finde ich auch, und ich denke ihr ebenso, diesen Lift-Up, wo hinten im Griff die Bits drin sind und den kann man mit einer Hand bedienen. Macht man den hier rein, verriegelt den, dann hält er auch. Und dann kann ich auch wieder zumachen. Und genau umgekehrt. Und das ist auch ein Vorteil von diesem Schraubendreher. Und zur gleichen Zeit der Nachteil von dem Pocket Max, weil hier habe ich den in der Hand und dann gehen die nicht gescheit raus, muss ich fummeln. Da hat auch ein anderer Mitstreiter auf YouTube, schaut mal, der Elektriker heißt es, meine ich, einen Mod angeboten. Ich finde ihn nicht schlecht, weil der schön klein und kompakt ist und so die mittlere Größe hat. Und es gibt auch noch einen kleinen, da kann man vielleicht noch enger in beengten Räumen schrauben. Den gibt es auch zum Verriegeln. Da gibt es dann ganz verschiedene Sets an Bits, wo man auch in die Gürteltasche hängen kann. Das war auch ein Kommentar. Ich möchte mal alles dabei haben. Deswegen sind die, wo die Bits im Griff sind, echt gut. Und es gibt einen kleinen Stubby. Was haltet ihr davon? Arbeitet ihr damit? Der ist so ein Zwischending zwischen denen, die ich euch gerade gezeigt habe. Es gibt auch welche, wo vorne Stecknüsse oben sind. Benutzt ihr die? Den habe ich mal gesehen in einem Video. Ich glaube, mein von der Deutschen Bahn. Da war der, konnte man nichts mehr erkennen. Haben wir genau gewusst, Mensch, das ist ein Qualitätstool. Das läuft ja da schon ewig mit oder fährt da schon ewig mit der Bahn. Und es gibt auch Sets. Und gibt es auch Sets? Und Drehmoment. Telefon. Schlüssel oder Quergriffe. Der hier macht zum Beispiel von 5 bis 14 Newtonmeter. Da habe ich mir den Aufsatz geholt, damit hier die Stecknüsse drauf passen. Ich meine, die habe ich euch auch in dem anderen VDE-Video schon mal gezeigt. Da gibt es auch wieder andere Einsätze mit Stecknüssen. Aber ich habe mich halt für den entschieden. Und den kann man eben hier, muss man den seitlich aufmachen, einstellen. Da oben ist so ein Sichtfenster, da kann man reingucken und dann stellt man hier quasi das Drehmoment ein. Also der ist auch nicht schlecht, aber tolle Sache. Und was mir noch aufgefallen ist, auch von WIHA gibt es keinen einzigen, zumindest nach meiner Kenntnis, VDE Schraubendreher oder Bithalter oder Steckschlüssel mit Ratschenfunktion. Ne? Da haben wir schon mal eine Marktlücke identifiziert. Auch der Phasenprüfer ist toll, hat so tolle WIHA-Form. Es gibt für den Bithalter hier Einsätze, die ein fixes Moment haben. Das hier 2,8er. Und es gibt noch ein Drehmomentaufsatz, wo man quasi so eine Lanze reinsteckt. Das ist die hier, habe ich euch auch schon gezeigt. Oder die hier Verstecknussaufsätze, wo man dann auch einen Moment einstellen kann. Benutzt ihr sowas? Oder sind euch so fixe Teile lieber? Was sind eure Vorlieben in dem Bereich, nenne ich es jetzt mal.
haut mir das ganz runter und zwar mit dem Hashtag WIH. Und dann könnt ihr diesen tollen schnuckligen Pocket Max gewinnen. Es gibt außerdem noch andere VDW-Werkzeuge, zum Beispiel dicke Leinenpliers und tolle Zangen. Von WIH, aber um die soll es nicht gehen. Da mache ich vielleicht nochmal extra Video. Wir konzentrieren uns jetzt auf die Schraubendreher, auf die Form, das Material, auf die Größe. Und ich hoffe, da kommt auch was Tolles dabei raus. Danke fürs Zuschauen und schaltet mal wieder ein. Ciao!